Da müssen wir jetzt mit den Zivis auskommen, die noch hier sind. Oh! What the fuck? Ich komm nicht hoch. Was für ein Schweinestall hier. Und in der Summe-Kamera die Sorge. Ich war der eine Dude wieder rechts. Der läuft in der Luft. Der läuft in der Luft. Er läuft in der Luft. Er läuft in der Luft, hab ich gesagt. What the hell? Hä? Auf zur Halle der Paradoxologie! Was zur Verstärkung schickt! Hä? Was? Das ist mit dem Vieh! Was? Was? Das ist bei dir wieder! Ja, aber was ist denn mit dem Vieh? Die Brücke ist nicht da. Ja, doch, die Brücke ist da. Die Brücke ist da. Die Brücke ist da. Die ist doch da. Mein Vater Daniel, wo bist du? Warte, bleib da stehen, bleib da. Bleib da stehen. Ich will spawnen. Scheiße, der spawnt nicht da. Kacke. Du hast bei mir eine Luft. Du. Aber du fällst ihn die ganze Zeit durch den Boden. Durch den Boden. Bei mir ist da gar nichts. Bei mir ist einfach unsichtbar. Du läufst gerade. Du läufst gerade in der Luft. Du bist Jesus. Und die Dinger, die du schießt, landen bei mir auch alle in der Luft. Warte, ich komm zu dir. Oh mein Gott! Hitler ist verstärkt! Was ist bei dir mit dem Fall? Ist normal? Was ist das? Was denn? Was denn? Was ist das? Was denn? Was ist bei dir denn? Was? Der ist super PC, der kann mich gekillt. Es rennt durch die Wohnung. Was ist das so fickes Zeug eigentlich los? Es rennt durch die Wohnung. Was ist so fickes Zeug? Du siehst die Sache in der Aufnahme. Das ist es aber nur nachher in der Aufnahme. Ich brauch das gar nicht mehr zu erklären. Was ist das gerade? Ich kann es nicht erklären, das ist aber zu krass. Was passiert gerade bei dir auf dem Bildschirm? Bei mir ist alles ganz normal. Ich stehe alleine, du bist tot, aber ich sehe dich nicht und ich spunze gerade durch den Gegend. Was?
Also bei mir ist gerade alles ganz normal. Hier ist eine Brücke, hier ist alles ganz normal, wo du fehlst. Also du bist noch im Spiel drin, aber du bist tot. Ja, ich bin da. Ja, du schießt mir das Ding die ganze Zeit immer noch in die Hand. Oh Gott, du. Geh jetzt weiter, ich kann das nicht mehr. Wir wollen doch diese Aufnahmesession noch beenden mit... Wo ist Clank? Verdammt, wo ist Clank? Also hier ist... Du bist da. Du bist wieder da. Spring rein. Ich krieg die. Ich kann was lachen. Ich. Scheiße, Mann. Spring rein, schnell, bevor ich runterglitsche. Oh. Oh mein Gott, das ist tausendmal heftiger als die Funny Faces. Dagegen sind die Funny Faces nichts gegen das, was hier in diesem Spiel gerade eben und auch schon die ganze Zeit passiert. Dagegen sind die Funny Faces einfach gar nichts. Oh. Meine, ich bin tot, aber du lebst noch. Kann ich dich irgendwie mit die Felsbrüche da schießen? Mensch, spring rein. Warte, ich bin... Alter, ich hab schon Tränen. Ups, wie toll, Archie. Ich schaffe das. Oh, wir sind in einer Felsspalte verschwunden. Oh. Ja. Okay. Mensch, ist die Brücke jetzt da? Ja, jetzt ist die Brücke da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie die Kat... Hä? Warte, was ist jetzt mit mir auch? Wo sind wir? Daniel, wo bist du? Wir sind in dem Teil drin, hä? Was sind wir? Wir sind hier drin, also in der Textur, also. Alter, ich hab grad auf dem Rohr gestanden. Oh Gott, das ist aber gar nichts gegen gerade eben. Lass uns gerade noch ins Trockene gehen, bevor wir die Aufnahmesession beenden. Komm. Du weißt es nicht, Will. Flugbahnberechnung nicht vergessen. Oh mein Gott. Hä? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab einfach keine Ahnung. Nicht kotzen, Jadlin. Hä? Wo bin ich? Ich weiß es nicht. Du bist gestorben, weil du gehustet hast. Oh, jetzt komm aber. Hier schneit's ja auch. Wie ist das? Warum schneit's in den Gebäuden? Nicht mit sagen, genau hier beenden wir die Aufnahme. Ich glaube, hier kommt eigentlich eine Cutscene.
Ja, deswegen, bevor die Cutscene kommt, womöglich. Bevor ja, da ist das Gebiet aber voll schön spendet, ansonsten wenn es die aufhören, müssen wir das ganze Gebiet nochmal von vorne machen. Nein, einfach jetzt ein Sektor. Wir hatten doch gerade eben einen Speicherbot. Ich weiß, aber danach ist das Gebiet dann endgültig abgeschlossen, dann kommt ja kein Gameplay mehr, es ist einfach nur den Gang lang laufen. Echt? Ja. Okay. Dann laufen wir gerade noch den Gang lang. Gucken nochmal, was hier so ist in diesem Gebäude. Ob wir den Dr. Eisenhower jetzt treffen. Ich habe diese Nachricht in Erwartung deines erstaunlichen Attentats verrückt aufgenommen. Dieses Labor, wie wir sicher klar ist, ist ein Tunnel. Ich habe unsere gesamte Forschung auf den Polycarbon verlegt. Ich weiß, was du vorhast, und ich werde es nicht zulassen. Okay. Cutscene? Wow! Alles ist grün. Das ist der absolute Hammer! Seht euch das Ding an! In diesen Archiven steht, dass das ein Ornithocopter-Prototyp für Reisen durch den Orbit ist. Was haben diese Typen bloß mit ihren Tieren? Ha, vielleicht ist es von mir so, aber irgendwas an ihnen finde ich unheimlich. Wow! Ich hab dich, Doktor! Wow. Festhalten, Doktor! Wow. Nicht loslassen! Mach schon! Zieh mich rauf! Warum hast du mich gerettet? Keine Ahnung. Du hättest doch dasselbe getan, oder? Ja! Natürlich hätte er das getan. What the fuck, fliegen wir jetzt erst auf der fucking Rakete? Haltet eure Schrauben fest, Jungs! Ihr durchstoßt die Troposphäre von Magnus! Ich hoffe, ihr habt hier mehr Glück als Gronkh. Im gesamten Quadranten wimmelt es nur so von Asteroiden. Zu meiner Verteidigung! Das Verkehrsministerium von Polaris hat mir vor 30 Jahren den Flugschein abgenommen! Achso, das ist Absicht, okay. Lunarmodul abgetrennt. Wechsel zu manueller Steuerung. What the fuck? Müssen wir jetzt noch was machen? Tja, das könnte ein Problem sein. Oh mein Gott. Ich glaube, ihr habt nicht genug Gelatonium, um den Mond zu erreichen. Sucht auf dem Trümmerfeld nach Geltanks. Hier sind jede Menge Schiffe verunglückt. Hier müssen doch alle schwarz sein im Hintergrund. Wir sind doch im Weltraum, hier müssen alle schwarz. Aber wir müssen diese Gelatonium... Und wie sieht das aus? Das sieht doch im Normalen nicht so aus. Wir müssen gerade furzen, um voranzukommen. Wir müssen so viel Kidnappen und essen wie möglich. Aber hier im Hintergrund ist es normalerweise schwarz. Echt? Ja, das liegt vielleicht an dem Schneesturm. Ich denke, das ist kein Bug, ausnahmsweise mal. Es wird an dem Schneesturm liegen. Das Ganze weißt du von Weichabling Euphorum begrüßen, dass es diese einfache Session bestehen. Denn es ist verzeihung, wenn ich irgendwie in einem Best-Stop mal 15 Minuten ohne Cut drin sind, weil einfach alles geil ist. Selbst da kannst du Cuts drin machen. Selbst da kann man Cuts machen zwischen den Lachen. Oh, kacke. Weil ich finde echt Best-Offs, wo denn 15 Minuten drin sind, das ist halt kein Best-of, das ist dann einfach ein Part, der da reingeschnitten wurde. Puh. Oh, da sind sie. Hey Jungs, wir können euch sehen! Hey, guck mal, Gronkh! Alles cool da draußen! Jaha! Oh. Ich hab anscheinend die Lila in der Dose. Nee, echt? Jetzt so nach 5 Minuten. Ja. Ich hab die Lila gekriegt. Ja. Ja, ich weiß, es ist schon spät. Ist das Leben? Es ist Gelatonium, also und wir halt ranfliegen können, unser Treibstoff halt. Oh. Leben können wir nicht mehr aufladen. Das ist schlecht.
fuck, fuck. Soll ich sagen, weil was jetzt im Hintergrund fehlt? Der ganze Himmel müsste voller Professor Gekeköpfe sein. Dieses Grinsen fehlt einfach. Das würde ich ja gerne reinschneiden, aber ich glaube, das ist zu aufwendig. Nächster Halt, Phonikamond! Ich glaube, es wäre authentischer, wenn das hier alles schwarz wäre. Ich weiß ja nicht. Willst du nicht bei der nächsten Aufnahmesession den Schneesturm lieber ausmachen? Wir sehen, was ist, was bis dann soll, schon freigeschaltet haben. Nicht zu fassen! Sieht aus, als hätte Dr. Kreut hier ein Geheimlabor! Seht euch mal vorsichtig um! Oh, der muss hier irgendwo stehen! Ja, lass uns aber hier die Aufnahmesession jetzt beenden. Oder nee, Quatsch, da muss ja noch so ein Bot kommen, oder? Du gehörst jetzt mir! So ein Speicherbot? Irgend sowas? Wann ist denn immer ein Sektor zu Ende? Keine Ahnung. Kommen Sie mir kurz? Ich mal hier hinten noch weiter umsehen. Hier ist nichts, wo wir da vorne sind. Hier ist denn. Weil hier jetzt noch, so Zeug ist. Und doch, okay, zum Schluss. Wir werden es wie im letzten Mal am Waffenhändler. Position erhalten. Okay. Wenn, dann spielen wir einfach nächstes Mal bis zur Stille. Okay. Oh, hier haben wir wenigstens jetzt so die Stille, die wir brauchen, um diese Aufnahmesession zu beenden. Ein niedlicher Elite, yes. Das kann ich nur mal, für eine Kresse habe ich nicht genug. Also. Ja. Also diese Aufnahmesession war etwas ganz Besonderes. Mehr kann und will ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und überlasse jetzt meinem Gastkommentator noch die abschließenden Worte. Alter, ich sag mal, junges Bett, Junge. Was machst du noch, Alter, du? Ja. Etwa jetzt nicht, denn mal klingst du nicht mit mir draußen. Willst du auch noch was sagen, oder? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wie du kannst nicht mehr. Ich sehe nicht, das hat ganz so ein bisschen schon über mich. Ich kann nicht mehr. Das ist einfach zu göttlich. Das hat selbst mir gut.
dass das möglich ist, hätte ich niemals gedacht. Was für Claudio schon? Scheiße. Wie du aber nicht mehr aufhören kannst zu lachen. Ich meine schon mal lachen. Mein Bett ist nass. Mein Bett ist nass. Meine Tränen, ich bin da anders. Und das bei so einem Spiel wie Euphoron. Nicht, dass er schon von Grund auf abgefuckt ist wie Saints Row. Nein, Ratchet und Clank Euphoron, das Kinderspiel. Und weil ich hab die Hälfte der Box mitgekriegt. Scheiße. What the fuck, ich bin schon wieder aus dem Händler raus. Ja, egal. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen draußen. Hey, im Schneesturm. Schön spazieren. Bring the Matter. Ja, willst du ja nicht irgendwie noch dein Feedback zu dieser. Sobald ich anfange mit Feedback, komme ich wieder mit der Last. Dein Feedback zu dieser Aufnahmesession. Okay. Ich würde einfach mal sagen, das ist dann wohl sein Feedback. Das hat ihm anscheinend ganz gut gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder von Ratchet & Clank All for One. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cool. Tschüss. Sprich sanft und fahre einen großen Panzer.